Sabrina, ein Wahnsinnsrennen. Du sahst aus wie ein Uhrwerk. Ich habe selten jemanden so konstant laufen sehen. Wie es dazu gekommen ist, vielleicht schilderst du mal das Rennen aus deiner Sicht. Ja, Lina, Reh und ich, wir wollten uns ja abwechseln. Die hat vor 2 Wochen ein super Rennen gemacht, hat schon die WM-Norm. Und wir hatten uns abgesprochen, dass wir uns helfen wollen. Und ich habe mir eigentlich die ganze Woche schon ausgemacht, die gewinnt. Und wir haben beide die WM-Norm. Und alle sind zufrieden. Und ich wäre auch mit dem 2. Platz happy gewesen. Also, ja, und so bin ich dann halt leider alleine da vorne rumgerannt. Und ja, war irgendwie ein bisschen langweilig. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so ein einsames Rennen. Also, nachdem Alina raus ist, ist vielleicht auch schwierig für den Kopf. Ne? Also, du hast dir sicherlich Sorgen gemacht. Man hat auch gesehen, nachdem sie raus ist, da hast du erstmal ein paar Mal um dich geguckt. Das ist unangenehm, oder? Ja, weil ich habe da Lina echt lieb geworden. Wir hatten vor 2 Wochen ein richtig tolles Wettkampfwochenende. Ich habe mich mit ihr gefreut, da die WM-Norm gelaufen ist. Und wir wollten echt zusammen heute arbeiten. Und ja, ich war irgendwie gar nicht bei der Sache heute. Also ja, irgendwie war ich irgendwie anwesend, aber doch nicht. Also man kann dir trotzdem erstmal zum 44. Titel gratulieren. Man merkt, du bist heiß. Ich habe dich selten so hungrig erlebt. Ich scheine richtig Bock wieder zu haben. Also nach dem Lauf in Hannover, wo du Anja Scherl auch bei der DM hinter dir gelassen hast. Jetzt heute, wo du dir viel vorgenommen hast, was soll die restliche Saison bringen? Du hast WM-Norm angesprochen, was passiert noch? Ja, einen Versuch werde ich noch unternehmen. Also ich werde jetzt nicht in der Norm mega herrennen. Ich hätte jetzt das heute auch dann, wenn passiert wäre und gerollt hätte und wir hätten uns gut abwechseln können, hätte ich das mitgenommen und gefightet. Aber so war ich jetzt dann heute doch nicht so bei der Sache. Und jetzt trainiere ich mal noch schön 4 Wochen, habe noch einen Wettkampf nächste Woche, aber auch auf einem hohen Niveau gegen die Sarah Moreira beim Wiener Frauenlauf. Und dann schaue ich mal, ob der Europacup Minsk wird oder in Hengelo. Aber ich tendiere eher zum Europacup in Minsk, weil ich schon eine Läuferin bin, die gern gegen Frau rennt. Und dieses alleine gegen eine Uhr rennen, das habe ich schon jahrelang gemacht, da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Aber es täuscht nicht, oder? Du bist entspannt, du guckst nach vorne, du hast Lust. Also es macht total Spaß, dich auch so zu erleben. Also wie ist denn dein Emotionszustand gerade? Jetzt gerade weiß ich noch nicht so ganz genau, aber gerade macht es echt tierisch Spaß. Ich habe mit meinem Vater heute Dresden kennengelernt und habe mir echt jetzt ein schönes Wochenende hier wieder rausgemacht. Und ja, ein deutscher Meistertitel, das hätte ich gar nicht mit gerechnet. Also mit allem, was dieses Jahr so passiert, rechne ich gar nicht. Und das ist eigentlich auch schön. Noch eine letzte persönliche Frage. Bautzen ist meine Geburtsstadt. Ich bin hier groß geworden. Was nimmst du aus Bautzen mit? Hast du mal die Chance, hier die Stadt ein bisschen anzugucken oder auch ein bisschen was vom Bautzer Senf zu probieren? Wie war dein Tagesplan bisher? Nein, ich weiß nur, dass hier ein Gefängnis, ein großes Gefängnis steht. Also ja, heute habe ich erst mal Dresden mir angeschaut. Nächstes Mal vielleicht komme ich ja nochmal nach Bautzen. Ne? Solltest du, kannst du mal klingeln, dann zeige ich dir mal Bautzen. Es ist wirklich eine schöne Stadt und herzlichen Dank fürs Interview und Gratulation. Danke.